Guten Abend, Freunde der gepflegten Bahnsichtungen und Bahnbausichtungen. Ja, ich sitze hier zu Hause in meinem Film- und Tonstudio und hoffe, dass jetzt der Ton besser ist, weil eben gerade bei den Testaufnahmen hatte ich dazu einen Ton wie so ein Dampfradio aus den 20er Jahren. Ja, warum ich das Video mache? Ganz einfach. Das ist ein Video über den zweiten Bauabschnitt der City-S-Bahn S21 vom Potsdamer Platz zum Hauptbahnhof. Und hier auf dem ersten Bild, was ich euch einblende, das habe ich bei der Offenlegung der Planfeststellung im Rathaus Wedding aufnehmen können. Könnt ihr im Rotverlauf die City-S-Bahn-Verlängerung vom Potsdamer Platz zum Hauptbahnhof sehen? Ihr seht also, dass im Bereich des Reichstags und des Paul-Löbe-Hauses die City-S-Bahn sich in zwei Tunnelröhren aufteilt und dann kurz vorm Hauptbahnhof wieder in eine Röhre zusammenläuft. So, komme ich nun zur ersten Bahnhofsaufnahme, unterirdisch Potsdamer Platz. Ihr könnt ja auf der rechten Bildhälfte in grau markiert die Weichen sehen, wie praktisch die Zufahrt Richtung Norden, also Richtung Bahnhof Friedrichstraße, beziehungsweise die Zufahrt zur Kehr- und Abstellanlage, auch Heuboden genannt, aussieht. Die beiden in rot gekennzeichneten Weichen werden im Rahmen des Projektes S21 neu eingebaut. Das heißt also, es ist dann für Züge möglich, die vom Hauptbahnhof kommen, über das Gleis rüber zu wechseln, um dann nach Gleis 13 im Bahnhof Potsdamer Platz einzufahren. Gleis 13, das ist das, was neben dem Bahnsteig liegt, wo die Züge im Moment Richtung Norden fahren. So, im nächsten Bild befinden wir uns also immer noch in dem Heuboden oder auf dem Heuboden. Das, was hier gelb markiert ist, das ist ein doppelter Gleiswechsel mit Gleiskreuzung, so ähnlich wie die Straßenbahn am Endpunkt in der Turmstraße hat. Dieser Gleiswechsel liegt praktisch auf Höhe, wo das Mahnmal für die ermordeten Juden sich befindet. Dieser Gleiswechsel ist hier im Plan gelb markiert, das heißt, dieser Gleiswechsel entfällt ersatzlos. So, hier stehe ich jetzt am Bahnhof Potsdamer Platz unten, Blick Richtung Kehranlage, also Richtung Heuboden, Richtung Brandenburger Tor. Ihr könnt ja dort die beiden S-Bahn-Züge stehen sehen, die dort im Bild sind. Es sind zwei, die da in der Kehranlage stehen, ungefähr auf der Höhe. Befindet sich auch ein doppelter Gleiswechsel mit Gleiskreuzung. Dieser doppelte Gleiswechsel mit Gleiskreuzung fliegt raus. Und im Vordergrund, bevor diese Mittelstützwand anfängt, da kommen zwei Weichen rein, um praktisch vom aus Hauptbahnhof kommenden Gleis hier nach Gleis 13 im Potsdamer Platz einzufahren. Das ist also die einzigste Gleisveränderung, die es dann hier am Potsdamer Platz geben wird. Das habt ihr ja eben schon auch in den Plänen gesehen. Und ja, jetzt werde ich mich an die Oberfläche begeben und euch da in etwa zeigen, wie dann der Tunnel oder besser gesagt die zwei Tunnel für die S21 Richtung Hauptbahnhof dann laufen werden. So, und jetzt kommt das eigentlich, finde ich, das interessanteste Stück am ganzen S21-Bauprojekt. Nämlich die Ausfädelung der S21 aus der Bestandsstrecke der Nord-Süd-S-Bahn am Brandenburger Tor.
So, das, was hier von rechts nach links verläuft und sich dann in zwei Strecken aufteilt, das ist die Ausbindung der S21 aus dem Heuboden und schwach darunter markiert, was so nach Bildmitte oben geht. Das ist die Kurve, die die jetzige Nord-Süd-S-Bahn bestreitet, um zum Bahnhof Brandenburger Tor zu kommen. Oberhalb dieser Kurve könnt ihr die US-Botschaft sehen. Welche da ist? Das Brandenburger Tor ist ja aufgrund seiner Geografie bzw. seiner Lage auch deutlich zu erkennen. Und die Ebertstraße, die schön um das Brandenburger Tor herumführt, ist ebenso zu erkennen wie die Straße des 17. Juni. Im Rahmen dieses Bauprojektes wird genau an dieser Stelle, sprich die obersten 20 bis 30 Meter vom Heuboden, die werden abgerissen. Genauso auch wie in dem Bereich der Nord-Süd-S-Bahn-Tunnel, der ja jetzt von den Zügen noch befahren wird. Das muss man einfach machen, damit man überhaupt dieses Kreuzungsbauwerk dort errichten kann. Während dieser Zeit wird natürlich die Nord-Süd-S-Bahn dann voll gesperrt werden. Ist ja logisch, weil wenn man dort den Tunnel aus dem Boden meißelt, kann man natürlich keine S-Bahn-Züge fahren lassen. Gleichzeitig sieht es für mich dann auch so aus, als wenn dann hier am Brandenburger Tor, also das, was ich euch jetzt zeige, wird in offener Bauweise errichtet. Das heißt also, man wird dann sicherlich, wenn die den Zaun nicht ganz zumachen, ab und zu mal einen Blick in die Baugrube werfen können. Schön wäre ja, wenn man wenn die Deutsche Bahn uns eine Besucherplattform spendieren würde, aber das glaube ich eher weniger. Auf jeden Fall, hier wird in offener Baugrube ja deshalb auch gearbeitet, weil die Tunnelbohrmaschine, welche ja vom Hauptbahnhof kommt, hier im Bereich Brandenburger Tor ja dann aus dem Tunnel raus muss. Das heißt, die wird also auseinandergebaut, umgedreht und fährt dann den Tunnel des Richtungsgleises Hauptbahnhof Potsdamer Platz wieder neu auf. So, hier haben wir dann nochmal einen Gesamtübersichtplan, wie das dann am Brandenburger Tor aussieht. Deutlich zu erkennen ist ja, wie sich die beiden Tunnelröhren nach links bzw. unten links dann auseinander spreizen. In dem Bereich gibt es dann natürlich auch Tunnel und Rettungswege, wie ihr sehen könnt, und das Ganze, wie eben schon angesprochen, in offener Bauweise. So, hier bin ich jetzt auf der anderen Seite vom Brandenburger Tor und dem Fußballtor. So, ihr seht da das Fußballtor, dann habt ihr ja diesen Lieferwagen da mitten auf der grünen Wiese stehen und dann habt ihr ja links. So, dann seht ihr ja da den Lieferwagen, der da steht, und rechts außen seht ihr ja diese blauen Sitze von der Tribüne da. Ungefähr in der Lage wird dann der Tunnel vom Hauptbahnhof zum Potsdamer Platz langlaufen und der Tunnel, der vom Potsdamer Platz hochkommt Richtung Hauptbahnhof, der wird dann also hier am Tor vorbeifahren. Und dann an der Seite vom Reichstag Richtung Spree fahren. Also praktisch, wenn man so will, die Ebertstraße geradeaus. Und dann geht's in die Spree runter. So, kommen wir nun zum nächsten Bild. Da habe ich den Ausschnitt ein bisschen größer gewählt. So, man kann auf der linken Seite den Reichstag sehen. Auf der rechten Seite, so halb oben, ist das Brandenburger Tor zu erkennen, wo sich ja der Tunnel auseinanderspreizt. Und da könnt ihr dann schon sehen, wie der S-Bahn-Tunnel für das Richtungsgleis nach Hauptbahnhof die Ebertstraße durch über den Ebertplatz. Das ist der von der auf der Ostseite des Brandenburger Tors, wie der Richtung Spree läuft und wie der Tunnel mit dem Richtungsgleis vom Hauptbahnhof kommend von links
in so einem schönen Bogen am Reichstag vorbeifährt, dann ist dort in dem Bereich ja auch das Denkmal für die Sinti und Roma. Das wird seitlich, da wird seitlich dran vorbeigefahren und dann mündet der ja wieder in der Startgrube dort am Brandenburger Tor. So, hier bin ich jetzt am Friedrich-Ebert-Platz. Im Hintergrund könnt ihr ja die Spreebrücke schon sehen und diesen Abgeordnetensteg da drüber. So, und hier unter mir läuft dann dieser Tunnel Richtung Spree. Der führt dann, wie ich euch gleich zeigen werde, noch ein Stück direkt unter der Spree entlang. Schwenkt dann unter der Spree wieder weg und schließt dann an das Anschlussbauwerk am Hauptbahnhof an. So, und jetzt kriegt er dann noch mal einen Blick hier vom Reichstag Richtung Norden bzw. Richtung Süden, wie praktisch die Röhre vom Hauptbahnhof dann laufen wird. So, dann sind wir am Brandenburger Tor jetzt vorbeigefahren. So, jetzt kriegt der Tunnel nasse Füße, nämlich er mündet in die Spree ein und führt dann fast in der Spreemitte ein kleines Stück in einem Bogen entlang. Ja, und schwenkt dann am Paul-Löbe-Haus Richtung Hauptbahnhof ein. Der südliche Tunnel, das ist also der untere, der passiert das Paul-Löbe-Haus auf der anderen Seite, läuft dann unter der Wiese am Reichstag vorbei. Und tangiert dann den Reichstag knapp daneben. Diese Varianten hat man gewählt, weil der Bundestag verfügt ja unter so ein unterirdisches ja, Straßensystem, sage ich jetzt einfach mal. Das muss unterquert werden, zumal dann auch der U-Bahn-Tunnel in dem Bereich ja auch noch im Weg liegt und dem darf man ja auch nicht zu nahe kommen. Und daher ist das dann also so, dass der S-Bahn-Tunnel über den U-Bahn-Tunnel, so wie ich das gesehen habe, rüber muss, damit er dann auf den Heuboden einenden kann. So, hier haben wir dann nochmal die beiden Tunnel am Paul-Löbe-Haus, einmal auf der Rückseite. Da verlässt dann der Tunnel mit dem Richtungsgleis zum Hauptbahnhof. Wieder die Spree führt ein kleines Stück über Land, so praktisch im Uferbereich der Spree lang, während der Tunnel in südliche Richtung ja weiterhin über die Wiesen und Felder ja durch das Regierungsviertel drunter durchgeht. Ihr könnt dort auch die beiden Notausgänge und Rettungszuwegungen sehen. Das sind also diese kleinen Zipfel in Rot, die da zu erkennen sind. So, und hier ist dann nochmal die Situation am Hauptbahnhof. Oben im Bild könnt ihr den Humboldthafen sehen. Alles, was rot ist, ist also dann für die S21 neu, zweiter Bauabschnitt, also von und zum Potsdamer Platz. Und so sieht dann die Situation im Bereich Hauptbahnhof aus, wo dann beide Tunnelröhren einzeln an den ja an das jetzige Tunnelbauwerk herangeführt werden, um sich da dann auch wieder zu vereinigen. Ja, das war's dann jetzt erstmal hier vom zweiten Bauabschnitt der S21. Ich hoffe, es war nicht allzu dröge, dieses Video für euch, und ich hoffe, hat es euch Spaß gemacht. Kommentiert mal unten rein, wie ihr das Video fandet. Ja, ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so mit klar gekommen mit diesen ganzen Download-Prozessen von diesen Planfeststellungsunterlagen, die ja auch beim Eisenbahnbundesamt einsehbar sind. Und daher musste ich den Weg Oldschool über Fotografieren und Papier gehen. Ja.
So, das ist jetzt ein Blick Richtung Hauptbahnhof, wo die Röhre herkommen wird. Die wird ungefähr in der Flucht Hauptbahnhof, dann zu dieser Pfahlbohrmaschine und zu mir, wo ich jetzt stehe. Das ist hier am Eingang zum Bundestag. Also wenn man hier die Glaskugel da besichtigen will, die oben auf dem Reichstag drauf ist, rinnen will. Das Ganze verläuft allerdings in so einem kleinen Bogen, der also Richtung, so eine Ausbuchtung hat, Richtung Haus der Kulturen der Welt, also sprich zur Schwangeren Auster. So, und wenn ich mich jetzt umdrehe, dann seht ihr außer Bäumen nichts in diesem Waldstück, was ich euch da jetzt zeige vom Tiergarten. Da ist ja das Denkmal für die Sinti und Roma. Dieses Denkmal wird seitlich nur tangiert. Das heißt, an dem Denkmal muss ja eigentlich nur der Zugang, wo jeden Morgen einer hinkommt und diese Rose da auf das Wasserbett da legt, gemacht werden. Der muss ein bisschen verändert werden, aber sonst wird dieses Denkmal praktisch nicht betroffen. Und wenn ihr euch jetzt hier den Wald wegdenken würdet, hättet ihr jetzt im Blick in etwa das Brandenburger Tor und somit dann auch schon wieder in Schlagreichweite den Potsdamer Platz. So, nun wisst ihr erstmal Bescheid, was den zweiten Bauabschnitt der S21 angeht. Ich hoffe, ihr konntet das so halbwegs gut erkennen mit den Bildern, die ich da eingeblendet habe. Wenn nicht, einfach mal auf die Internetseite gehen, wo die Pläne drinne sind. Die werde ich auch in der Videobeschreibung verlinken und euch da dann einfach noch mal alles ganz genau angucken.